wunderschönen Tag. Wie geht's euch? Wie ist die Stimmung da draußen? Erzählt mal. Alter, bin voll drauf reingefallen. Ich muss mal hier mein Lämsche auch mal. Guck mal, da Licht. Wenn ihr noch nicht abonniert, dann tut es bitte jetzt. Heute ist der KSC in Karlsruhe dran. Ich hoffe, dass das Ganze ein bisschen anders da abläuft als die letzten Tage, Spieltage, muss ich sagen. Ja, Derby Time, right? Egal, Wolfsblut, Rot-Weiß, Servus. Ah, übrigens, Erschmo, hi, gell? Also Kai ist da, Wolfsblut, Rot-Weiß ist da, Wozniak ist da, Dennis, PS4, LMAA ist da. Wer ist denn noch da? Wer hat sich noch nicht geoutet? Ja, Karlsruhe. Also Wozniak sagt schon mal, dass wir gewinnen. Mit einem Torunterschied. Und wir spielen zu null. Okay. Bayern Betze, Servus, Christi. Du kommst übrigens im Video A vor. Mit einem kleinen Gag. Tipfiglotscher. Doch, Bayern Betze, du kommst drin vor. Leute, ihr kennt doch die Regeln. Ihr wisst doch, wie es abläuft. Wir warten erstmal, bis die Lights neu kommen. Chillen ein bisschen. Fragen uns so gegenseitig, wie es uns geht. Wie unsere Stimmung ist. Haben wir ein gutes Gefühl? Haben wir Nervenflattern? Und dann gehen wir so langsam zur Aufstellung. Und wenn die Aufstellung geklärt ist, dann gehen wir ins Tipaway. Ne? Also bei uns ist auch gutes Wetter. Ich hoffe, in Karlsruhe wird es dann demnächst anfangen zu regnen. Dann machen wir einen Regentanz oder so. Bin gegen Düsseldorf auf dem Betze. Ja, das ist aber der letzte Stream, ne? Das ist schade, weil do, Leute, denken dran, save the date. Do küren wir die drei Sieger vom Tipaway. Für die Leute, die da nicht da sind, echt schade. Wir können ja schon mal auf die Tabelle überswitchen. So, also momentan sieht so aus wie letzte Woche, weil da hat sich einfach nichts verändert. Hier steht ja halt nur jemand ein Risiko ein. Also Wozniak immer noch mit 40 Punkten. Wozniak ist noch nicht durch. Da geht noch was für Dennis. Wenn Dennis jetzt zweimal richtig tippt, ne, dann überholt er ja Wozniak sowieso. Aber er hätte ja dann auch von Ergebnis her auch zwei richtige. Ne? Das wird berücksichtigt. Das heißt, wenn es punktgleich wäre, also jetzt, wenn jetzt Dennis zweimal drei Punkte holt, reicht es immer noch nicht. Dann hätte er ja 39. Also er muss einmal komplett richtig liegen, um vier Punkte zu erreichen. So, und wenn er dann nochmal so tippt, dass er drei Punkte bekommt, dann wären die beiden ja punktgleich. Er hätte aber allerdings nur dreimal das Ergebnis zu 100% richtig getippt. Punktgleich, aber das ist dann wie beim Torverhältnis, hätte Wozniak trotzdem den ersten Platz, weil er hat vier Ergebnisse richtig getippt. Dann hätten wir hier Falli und Wolfsblut Rot-Weiß. Also hier die Plätze mit 31 Punkten, ja, wobei auch mit 28. Dann hätte man, ja doch, also, boah, das ist trotzdem noch, also für Platz 2, 3, da ist auch noch ganz viel Spannung drin. Hier ab Bayern Betze, ab da aufwärts, ist auf jeden Fall noch 2 und 3 drinne. Weißt du, es ist, also bis zum letzten Spieltag wird es hier noch ganz schön spannend. Ja, ich hätte eh keine Chance mehr auf Platz 1 und 3. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch um den Spaß, um die Spannung und ach, dabei zu sein. Eieieiei. Der Fun ist es, genau. Auch eine Einstellung. Dass du ein Betze-Fan weiter oben ist. Dennis, du kommst übrigens auch im Video vor, ne? Du bist wieder hier the Brain. Du hast alles im Blick. So Leute brauche ich hier im Chat. Dennis the Brain. Vielleicht solltest du deinen Namen ändern in Dennis the Brain. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Und das meine ich wirklich liebevoll. Wir haben jetzt aktuell 12 Zuschauer. 8 Minuten gebe ich jetzt noch. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Aufstellung an. Und dann geht's direkt ins Tipaway. Teilt den Stream auf Instagram, auf Facebook, auf WhatsApp. Und wenn ihr noch nicht abonniert, einmal Abo-Button drücken. Und wer richtig cool ist, die Klingel anschalten. Dass wenn ich ein neues Video hochlade, es passiert nicht wirklich oft, höchstens einmal die Woche. Ne? Das ist dann der Zusammenschnitt von diesem Stream hier. Also ich werde euch dann nicht voll spammen, aber dann kriegt ihr es auf jeden Fall direkt mit. Easy, hi, servus. Vielleicht erwischt es dich ja auch mal. So, in 4 Minuten circa gucken wir uns dann mal die Aufstellung an. Eine Ewigkeit später. So, Lute wieder von Anfang an. Tomjak, ich hoffe, Tomjak ist heute wirklich mal wach. Konzentration, High Level. Tomjak, ja, wie gesagt, Tomjak hoffe ich, dass er wieder da ist im Spiel.
Das war jetzt die letzten Spiele nicht so geil. Rapp, genauso. Problem bei ihm sah ich jetzt aber noch nicht mal so in der Verteidigung, sondern wenn es darum ging, Spielaufbau. Nicht den Ball zum Mitspieler tragen, sondern Pass, 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 Pass. Pass, dass das Ganze mal ein bisschen schneller läuft. Clement, Zimmer habe ich übersprungen, Entschuldigung, das war ja aber klar, dass er wieder spielt. Clement ist wieder von Anfang an dabei. Boyd, Niehus, Hanslick, okay. Okay. Böning, okay. Okay. Lobinger, okay. Okay. Und der Durm, okay. Okay. Bruh. Bin ich mal gespannt. Respekt. Dankeschön. Perfekte Aussicht für das Spiel. Danke, Bayern Betze nochmal. Was, Bruder? Ich hoffe, da wird sich jetzt dann auch in der Sommerpause ein bisschen was tun, weil es ist halt echt auffällig, wenn Kraus nicht da ist, läuft's einfach hinten nicht. Da habe ich mir jetzt in den letzten Tagen, habe ich mir da viel Gedanken drüber gemacht und da frage ich mich dann wieder, ich habe es verdrängt, es war nicht mehr da, aber da habe ich mir Gedanken gemacht, was ist mit unserer Abwehr passiert, seitdem wir aufgestiegen sind? Und dann ist direkt aufgefallen, ja, Winkler ist nicht mehr da. Das war der einzige Fehler, wo ich sagen würde, den man jetzt Clement zuschreiben kann. Den man Hängen zuschreiben kann, dass dieser Vertrag nicht verlängert worden ist. Es sei dir verziehen. So, wie viele Leute haben wir denn mittlerweile da? 13? Oh, da geht aber noch mehr, oder? Da geht noch ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ja, und mein Stuhl knackt auch. WD-40 muss man wieder ran. Es ist halt, ja, doof gelaufen. Ich hätte, wenn an Hengs Stelle, aber das wusste er ja auch nicht, dass das so kommt, ne? Wahrscheinlich hat er da mit Bormut sich mehr erhofft. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Es ist jetzt, wie es ist, aber jetzt haben wir ja im Sommer die Möglichkeit, da nachzurüsten und ich hoffe, dass da eine Personalie kommt, die das dann auch das Loch dann stopfen kann, weil, wie gesagt, einer alleine das zu kompensieren, ist halt schwierig. Allein schon, wenn er auch da ist, fit ist und so weiter, ist es schon kritisch. Leute, macht mir, bevor wir jetzt mal anfangen mit dem Tipaway, macht mir bitte einen Gefallen. Teilt bitte nochmal alle den Stream. Wir brauchen hier ab jetzt nur noch 14 Follower und dann hätten wir unser Ziel vorerst erreicht. Dann hätten wir die 1000 endlich voll. Teilt mal den Link in eure Timeline von Facebook, in euren Status von WhatsApp. Macht eine Story bei Instagram, nimmt den Button für Link, knallt da den Link rein. Dankeschön. Perfekt. Sorry, musste was erledigen. Alles cool. Kein Stress. Fangen wir an mit den Tipps. Also macht euch jetzt schon mal Gedanken. Noch 2 Minuten. Einmal Ausrufezeichen Tipaway. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Warum, weshalb, wieso wir das hier machen mit den Tipps. Muss mir da übrigens mal was einfallen lassen für nächste Saison. Habt ihr eine Idee, Chat? Was wir nächstes Jahr machen können? Sollen wir wieder dasselbe machen? Wollt ihr mich wieder arm machen? Was heißt denn richtig arm? Also überleg mal, ne? Das Trikot 80 Euro. Dann nochmal die 45 Euro für den Shop. 6 Subs. 100 Betze-Tickets. Ah ja, klar. Und du machst den Sponsor, oder? Easy. Dann bin ich dabei, Kollege. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Falli langsam, machen wir gleich. Stopp. Das sind dann auch nochmal 24 Euro. Also ich bin bei 150 Euro, die mich der Spaß hier kostet. Tipps. Let's go. Haut rein. Was wollt ihr tippen? Wer ist der Erste? Easy sagt 2-2. Bayern Betze sagt 1-3. Easy hätte jetzt schon mal 3 Punkte, wie ihr seht. Dennis und Kai 0-2. Let's go. 18 Zuschauer. 5 Tipps. Da geht noch ein bisschen was. Falli sagt 1-2. Falli. Ihr seht, ich habe auch 1-2 getippt. Wolfsblut Rot-Weiß sagt auch 1-2. Let's go. Okay, let's go. Ist eingetragen. So Leute, tippen. Wo seid ihr? Für die, die schon getippt haben, checkt mal die neuen Kollektionen in meinem Shop aus. Die Betzenberg-Kollektion generell kennt ihr ja schon, ne? Mit dem Balken. Dann gibt's Fritz-Walter-Stadion mit unseren Ikonen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es gibt sogar Rabatt, seht ihr's? 15% aktuell, noch 3 Tage. Also es wird sich direkt auch lohnen, zuzuschlagen. So, wo sind eure Tipps? Wir haben noch 5 Minuten. Es wird Zeit. Die Zeit läuft. 4 Minuten, bevor es hier losgeht. Ihr habt noch 4 Minuten Zeit zum Tippen. Ja, Red, servus. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. 1-6. Soll ich das wirklich so eintragen? Was, Bruder? 1-6, sagt Red. Beutzen, Viererpack. Oh, das... Bruder, Collège. So, rein damit. Also, wir Viererkette auch mit Durm links, Bünding im Zentrum, rechts Zimmer, Tomjak auch im Zentrum, Rapp Niehus auf der 6, Clement links, Hanslick rechts. Okay, wild. Und Lobinger und Beuth, Doppelspitze.
Applaus in den Chat für Schuster! Doppelspitze! Was ist denn da los? Ich eskaliere ja jetzt schon, es hat noch gar nicht angefangen. Applaus für Schuster. Doppelspitze. Clement links, Digga. Was da kaputt? Dankeschön. So, es ist neblig im Stadion. Lobinger hat wieder seine Glücksfrisur. 2-1. Also du sagst, der KSC gewinnt. Okidoki. Risiko. Aber man muss was riskieren, ne? Wenn man jetzt noch irgendwie den Sprung nach vorne machen will. So, Leute. Das Spiel hat noch nicht begonnen. Ihr habt noch die Möglichkeit zu tippen. Das ist mir ein bisschen zu wenig für ein Derby KSC gegen Lautern. Also 19 Zuschauer, 8 Tipps. Differenz von 11. Knallt jetzt ganz schnell eure Tipps rein. Solange der Schiri nicht angepfiffen hat, zählt's noch. So, jetzt ist Tippen rum. Moin, Paupels. Ich trag dich ein. Es zählt noch. Hauptsache, es war im Chat. So, Beuth. Schön den Ball geholt. Schön auf die Außen verlagert. Flanke. War das Durm? Es ist so neblig, Leute. So, Clement. Ist nicht auf den Außen, sondern eher im Zentrum. Schön auf Zimmer verlagert. Okay, die Jungs sind heiß. Ja, schön. Nihu schön durchgesteckt auf Lobinger. Ah, Lobinger verliert leider den Ball. Aber er war auch ziemlich eng, aber wir haben den Ball wieder. Clement spielt wohl doch nicht auf den Außen. Ich weiß nicht, was das Sky uns gezeigt. Oder vielleicht hat auch einfach nur Schuster Sky verarscht. Schön aufs Tor. Oh! Schön von Durm. So, Aufbauspiel wird früh gestört. Das gefällt mir. Genau mein Ding. So, Beuth knallt das Ding in die Mitte. Kommt Durm dran, ja, mit dem Kopf. Zimmer köpft das Ding vor auf Lobinger. Der, na, faul, nein, okay. Zimmer bleibt dran. Ganz stark auf Beuth. Was macht Beuth? Kriegt er jemand zur Ablage? Boah, Lobinger stark. Schade. Man sieht aber einen Unterschied, ne, wenn da zwei Stürmer vorne drin sind. Schon wieder sehr neblig. Ich glaube, Karlsruhe hat da wieder neu... Oder wo sitzen wir eigentlich? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wo wir hocken. Boah, Clement hinten drin am Aushelfen. Hat er gut gemacht. So, Lute hat den Ball. Oder da war echt wichtig, dass da Clement am Start ist. Ist er gut mitgelaufen. Sonst hätte es wieder böse ausgesehen, weil ich weiß nicht, wo Tomjak rumgelaufen ist. Bünning war auch noch da. Tomjak war irgendwie... Sehe ich gar nicht. Das muss er echt abstellen. Der rückt mir zu weit raus. Also Tomjak ist wieder überall, nur nicht da, wo er sein soll. Das nervt. Ist es echt krass auffällig, dass der nicht da ist, wo er hingehört. Hat er sich gut in den Laufweg gestellt und nimmt es faul mit. Ja. Ja, nicht die ganze Zeit, aber die letzte Zeit. Ganz, ganz komisch. Das geht jetzt an dich direkt, Tomjak. Wenn der Kraus nicht da ist, dann bist du eigentlich der Mann da hinten drin, der das zu organisieren hat. Komm wieder zu deiner alten Stärke, was Organisation und so angeht. Okay. Clement ist auch sehr, sehr defensiv heute. Gefällt mir gar nicht, dass er sich so da hinten aufhalten muss. Abzug! Ah, komm, Hanslik, zieh einfach mal ab. Oh, kick den Ball nicht mehr unter Kontrolle. Da war dann noch zu viel. Schade, aber wir sind da. Wir sind im 16er. Wir sind aktiv vorne. Wenn jetzt noch Clement die Möglichkeit hat, da hinten rauszugehen, dass die Sechser und die Innenverteidigung das geordnet machen, dann läuft es bestimmt noch viel besser. So, Karlsruhe weiß nicht, wohin mit dem Ball. Schön geholt. So, und jetzt Konzentration beim Aufschlag. Ja, genau. Schön rausgelegt auf Beuth. Nochmal zurück auf Hanslik. Ah, Beuth braucht zu lang. So, wir stellen alles wunderschön zu. Guck mal, das mit der Doppelspitze. Da kann dann der Beuth anlaufen, ohne dass er dafür der A** schlaft. Auf gut Deutsch gesagt. Muss ich wieder rauszensieren im YouTube-Video. Weil er hat noch den Lobinger, der genauso mit nach vorne geht und den ballführenden Spieler anläuft. Richtig gut. Clement hätte da schon längst rausrücken müssen. Abseits. Ich glaube, das Ding einfach weg, bitte. Oder so. Ja, genau. Ins Ausgehen lassen. Auch gut. Wichtig ist, dass wir jetzt auch ruhig bleiben. Karlsruhe steht auch hoch. Hat jetzt der Schiri gemeckert, weil sich der... De Lute den Ball neben dem Pfosten gelegt hat. Ist das jetzt sein Ernst? Der Ball ist doch nicht im Feld. Wow. So schön über die Außen abprallen lassen. Genau. Ja, Clement hätte nochmal vielleicht Lobinger mitnehmen können. War aber alles auch ziemlich eng. So, jetzt müssen wir hinten. Nihus bleibt bei dem Spieler. Boah, schöne Grätsche. Ganz starke Grätsche. Nihus hat den Ball. Jetzt geht's vorwärts. Außenriss passt auf
Oh, stark, den kriegt der Beut sogar noch. Beut ganz weit außen, aber zum Glück sind wir jetzt in der Box besetzt, weil wir haben ja jetzt Lobinger mit drin. Schön verarscht von Beut. Schöne Ablage! Abpraller vom Torwart, Beut hatten wir da. Ah, schade. Schade. Sieht aber gut aus, gefällt mir. Ja, nicht nur, dass der Zug aufs Tor da ist, sondern du merkst, ne, wenn der Beut mal nach außen gezogen wird, du siehst dann zwei, drei Spieler trotzdem noch in der Box, weil du hast einen zweiten Stürmer. Clement ist da. Nihus war auch noch da. Warum nicht schon die ganze Saison so? Das sieht man halt, ne, was noch möglich gewesen wäre. Und wir haben noch nicht mal die Top-Besetzung auf dem Platz. So, Achtung, Karlsruhe, Flanke, Lute fängt! Was, Bruder? Lute fängt so einen Ball! Ich habe gerade erwartet, dass er den in die Mitte abprallen lässt und dann kommt das 0, das 1 zu 0. Uiuiui! Komm, bleib dran, Lobinger. Starke Grätsche von Durm. Digga! Also so krass habe ich Beut am Ball noch nicht erlebt. Ne? Der kann ja eigentlich gar nichts mit dem Fuß. Außer Tore schießen. Aber wie er den da außen vernascht, am Rand vom 16er, richtig geil. Gefällt mir gut das Ganze hier gerade. So ein langer Ball von Karlsruhe, weil sonst nichts geht und der geht ins Tor aus. Beut sehr tief. Ja, wieder ein Ball nach vorne, der ins Tor ausgeht. So kann es weitergehen. Ich weiß aber auch nicht, warum der KSC so spielt. Haben sie gar nicht nötig, weil die könnten ja den Ball trotzdem behalten, indem sie halt dann die ganze Zeit, und wenn es nur hintenrum die ganze Zeit ist. Ich weiß nicht, warum Karlsruhe da irgendwas Komisches versucht, weil bei den letzten drei Bällen von denen hat man gemerkt, da ist niemand. Da ist noch nicht mal jemand in der Nähe gewesen, dass man sagen kann, okay, vielleicht kickt den jemand oder so. So, Bünding jetzt auch mal nach vorne. Beut holt sich den Ball. Jetzt Clement. Guck mal, Beut ist, ja, kann man auch so spielen. Hanslik ins Zentrum. Zu Nihus, der auf Clement. Doppelpass versucht. Ball kommt aber hoch. Verspringt ein bisschen. Aber wir haben den Ball noch. So, jetzt kann eine Flanke kommen von Hanslik. Schöne Flanke auf Beut. Ja, der kriegt ihn aber nicht richtig auf die Birne. Eckball, oder? Torwart war noch dran, aber war schon hinter der Linie. Sieht nicht so aus, dass es eine Ecke für uns gibt. Schade. Flanke war gut. War halt im Rückwärtslaufen schwierig für Beut, da noch den Ball richtig nicken zu können. Unmöglich. Also wirklich unmöglich machbar. Hatten dann versucht, noch irgendwie rein zu, aber das dann nochmal im Rückwärtsfallen schwierig. So, jetzt ist Karlsruhe mal. Aber wir haben den Ball weggegrätscht. Super, Tomjak. So muss es sein. Genau. Jetzt sind wir den Ball. Der versucht ein bisschen mit Tempo aus dem Zentrum. Das war knapp. So, jetzt aber schön auf die Außen von Lute auf Bünning. Bünning zieht an, das gefällt mir richtig gut. Im Zentrum steht Clement, nimmt er nicht mit. Wieder zurück zu Bünning. Bünning fast den Ball versprungen. Wollten dann auf Clement außen. Da war aber dann Kopf dazwischen, aber Einwurf für uns wieder. Bünning gefällt mir gut da links außen. Der macht nämlich direkt mal Tempo. Das ist genau das, was wir brauchen. Ne, das sieht, er hat Platz vor sich, nimmt er das Tempo auf. Sobald es passt, spielt er den Ball. Ist dann halt leider gerade weggerutscht bei dem Ball auf Clement. Gut, schön wieder, ja, Einwurf für uns. So, Zimmer wirft zurück. Rapp ziemlich tief. Rapp ist eigentlich Sechser. Warum ist der so tief? Ist das Absicht? Jetzt haben wir nicht gerade eine Dreierkette. Ist das Absicht? Zimmer und Bünning sich dann... Wobei, nee, Bünning ist ja auch noch hinten mit dabei, sehe ich gerade. Komisches Ding. So, wieder ein hoher Ball vom KSC, aber diesmal kommt er an. Clement stört entscheidend, aber KSC ist immer noch am Ball. So, jetzt ist wieder Clement. Clement saustark da. Saustark. Tomjak haut das Ding außen weg. So muss es sein. So gefällt mir das. Ich glaube, ich wiederhole mich. Wenn wir das so beibehalten und die Konzentration oben bleibt, so weiter Einwurf in den 16er. War das aufgeschützt von uns? I don't know. Schön. Gutes Spiel bis jetzt, kann man schon sagen, ja. KSC ist zwar ein bisschen präsent, aber noch nicht so, dass ich sagen kann, ich mache mir da Sorgen. Stehen alle gut gestaffelt. So ein paar Dinge, die verstehe ich noch nicht so ganz. Ich versuche da das System vom Schuster zu verstehen. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Dass da der Sechser, also der eine Sechser, der Rapp, wenn wir den Ball... Was ist jetzt passiert? Hat da jetzt Lute was abbekommen? Wird er beschmissen oder was? Weil die sich jetzt alle da außen trinken holen und Diskussion mit Schiri und Lute. Hat da jemand was mitbekommen? Solange Tomjak hinten in der Kette bleibt, ist das mir alles recht. Das ist schon noch ein Stadion. Das ist halt ziemlich modern alles. Solange es halt so aussieht wie Mainz, ne, wo du denkst, du fährst zum Baumarkt oder so. Und sehr leer vor allem. Löst dich vom Ball, Tomjak. Dreht er wieder ab. Guck mal, nimm.
genau, nimm den mit. Dann kann er außen auf Zimmer, genau, der kann wieder prallen lassen, genau. Habe ich was verwechselt? Ist Rapp irgendwie heute Innenverteidiger? Sau komisch. So, Durm mit dem Ball auf Lobinger, der kann sogar, fast. Fast. Der hat ihn wieder. Oh, Schiri faul. Ja, ganz stark von Clement. War ganz wichtig von Hanslik. Ja, klar. Der geht ja nur mit dem Fuß nach vorne, stellt ihm das Bein, weil er merkt, er kommt selbst nicht an den Ball. Wobei, er hätte sogar noch drankommen können. Gelbe Karte für den Kapitän. Weil er meckert. Weil der war gar nicht an der Situation beteiligt. Das ist halt saudumm, ne? Und das auch noch als Captain. Saudumm. Sich da jetzt eine gelbe Karte zu holen. Man kann ja was sagen als Captain, ne? Man kann sich ja den Schiri als Captain, kann man sich ja mal zu sich holen oder zu ihm gehen und mal so fragen, bla bla. Aber den dann so dumm anzumachen, ist halt wirklich dumm. Clement, direkt. Oh ja! Oh ja! Schön rausgeholt, der Torwart. Gucken wir nochmal, wie knapp es wirklich war. Ja, der wäre hinten reingesegelt. Starker Freistoß. Was, bei Ecken sind wir Spitzenreiter? Was? An der Masse der Ecken? Eher, oder? Aber bei Ertrag aus Ecken? Glaube ich nicht. So, Eckball Clement. Stark. Oh! Klar! Oh! Schade. Aber aufs Schienbein. Ah, der trifft nicht richtig. Aufs Schienbein. So, eins aufpassen. So, stickt er an Karlsruhe. Hat man leider nicht gesehen, warum. Ja, Kopf an Kopf, okay. Rapp hat's anscheinend nicht so gestört, der steht noch. Stirn auf Hinterkopf. Ja, komm, reicht wieder. Steh wieder auf, komm. Ich weiß, dass es weh tut, aber dass man da so lange rummacht. Ja, komm, ich steh doch mal auf. Wenn du schon keine Behandlung willst, dann steh doch endlich mal auf, Kollege. Wir wissen, dass es weh tut, aber dann geh halt raus, lass dich behandeln, wenn es so schlimm ist. So, wieder weiter Ball vom KSC. Lobinger gewinnt das Kopfballduell, es köpft Bünding den raus, weil er doch wie eine Kerze hoch in die Luft geht. Aber wir sind defensiv wie offensiv sind wir da. Jetzt fehlt nur noch die Belohnung. So, jetzt kommt der KSC, aber der Ball ist wieder im Aus. Wir sind da. Wir sind einfach da. 30. Minute und wir sind da. Ganz viel Liebe von Wozniak an euch. Ich hoff's. Bin zuversichtlich, wenn es so weitergeht und wir so konzentriert bleiben, wie wir jetzt gerade Fußball spielen, das vom Aufbau auch so bleibt. Jetzt muss halt Lute nach vorne, weil alles zugestellt worden ist vom KSC. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen, dass irgendwann der Moment kommt, wo er dann für uns im Tor landet. Ne? So wie gerade eben auch die Situation mit Nyhus oder wie andere auch sagen Neuhaus. Ja, genau. So, und jetzt, komm Clement, mach noch ein paar. Ne, das ist der Rapp. Jetzt muss er wieder abdrehen. Hat er doch zu lang gewartet. Ich habe gedacht, er nimmt Tempo auf. So, Zimmer, was macht Zimmer? Auf Clement. Clement sehr tief wieder. Zurück zu Tomjak. Clement bietet sich in der Mitte an, kriegt den Ball aber nicht. Es geht über die Außen. Bünding auf Durm. Durm wird zurück auf Tomjak. Wunderschön. So, Tomjak raus auf Rapp. Rapp direkt zu Lobinger. Foul. Stark. Da setzt sich Lobinger richtig gut. Also das tut auch Lobinger gut, ne? Dass er nicht alleine da vorne rumdümpeln muss. Das sieht man direkt. Ich glaube, Zimmer bringt den jetzt, oder? Gegen die Laufrichtung den Ball. Mit dem rechten Fuß. Oder doch Clement? Ja. Haben wir wieder. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn Zimmer den Ball bringt. Schön, schade. Hanslik Ball kommt nicht durch, aber wir haben ihn noch. Ganz ruhig bleibe. So, Tomjak löst dich, genau. Tomjak, nein. Du gehst bitte wieder zurück in die Kette. Bitte. Fang nicht wieder an mit der Scheiße. Du bleibst da hinne. Schöner Ball von Zimmer. Ganz stark. So, und jetzt Ball von Clement. Schön auf den Kopf von Boyd. Ah, da dopst der Ball dumm auf. Ja, faul, Schiri. Okay, Vorteil. Ja, jetzt muss er's pfeifen. Gleich zwei Fouls hintereinander. Ja, jetzt aber kein Stress machen, weil den Heft darf man nicht so angehen. Der geht da direkt
Du machst dich dann zum Feind. Das ist so einer. Du kannst zwar mit dem reden, garantiert, aber renn nicht hin wie so ein Wilder. Das mag der gar nicht. Haben wir ja schon erlebt. Servus Toppers, wunderschön. Wie geht's euch? Auf dem Straßenfest? Bei so einem Spiel? Digga. Und du verpasst wirklich ein gutes Fußballspiel. Wir haben heute Doppelspitze mit Lobinger und Beuth. Und du bist auf dem Straßenfest. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Fällt mir nicht so ein. So Durm jetzt im Zentrum, Tomjak wieder gar nicht da. Der läuft jetzt erst nach hinten. PKusen05, herzlich willkommen und danke für dein Follow. Also ich spreche es jetzt hoffentlich richtig aus. Boah, schöne Verlagerung. Zimmer kriegt den Ball sogar noch. Flankt ihn rein. Ah, den kriegt aber Lobinger nicht. Und Beuth ist einen Schritt zu weit hinten. Oder sagen wir mal drei Schritte. Hätte ich jetzt aber mit dem Ball auch nicht gerechnet, ne, dass der so direkt kommt. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass er überhaupt beim Zimmer ankommt. War eine starke, starke Verlagerung. So, jetzt bauen wir wieder das Spiel neu auf. Langer Ball auf. Ja, Hansli kommt nicht dran. Schade. War aber eine gute Idee. Wir sind Betze-Mitglied. Ja, sehr geil. Dann liebe Grüße an Frieda. So, jetzt hoffe ich, dass wir den Ball... Das war knapp. Okay, Dennis, halt dich zurück. Du weißt, Kollege? Oh ja, ich sehe es schon. Oh, aber Lute reagiert gut. Applaus in den Chat für Lute. Abseits wäre es gewesen. Egal, aber war trotzdem gut reagiert. Lute ist auch da. Einmal Ausrufezeichen, Applaus in den Chat. I like. Oh, war aber ganz schön knapp. Da können wir froh sein, dass der Tomjak da ein Hohlkreuz hat, hä? Seine auffälligste... Geht doch. Wunderfein. Jetzt versucht KSC gerade Tempo zu machen. Ich hoffe, wir sind alle hinten. Ich sehe es leider nicht, weil die Kamera... Stark von Ritter. Ritter sei schon wieder Zimmer. Ja, wir lassen nicht nach. KSC macht jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Wir sind trotzdem da. KSC macht aber mehr. Weniger hohe Bälle nach vorne. Die versuchen jetzt mal Fußball zu spielen. Daran liegt's nämlich. Wir sind trotzdem da. Jeder ist bei seinem Mann. Tomjak ist auch da. Rutscht rechtzeitig rein. Ganz stark gemacht. Ruhig bleibe, Leute. Ruhig bleibe. Wir müssen einfach nur wieder rechtzeitig hinter den Ball kommen, ne? Weil du merkst, da ging es gerade über die Außen mit Tempo schnell an uns vorbei. Ne? Dann waren sie ruckzuck im 16er. Da müssen wir aufpassen. So, Lobinger hält den Ball. Zurück auf Nihus. Clement. Erstmal auf Rapp. Was macht Rapp? Hält zu lang den Ball. Da ist das Problem schon wieder. Wie letzte Woche und vorletzte Woche. Rapp hält den Ball zu lang. Hätte dann direkt gespielt. Also angenommen und dann gespielt. Dann wären wir jetzt da hinten raus. So, Rapp hat wieder den Ball. Jetzt überlegt er wieder lang. Hoher Ball nach vorne. So, Nihus. Kommt da dran? Nein. Aber Clement hat den Ball. Ne, das ist der Hanslik. Sorry. So, wir spielen raus. Oh, Beuth! Beuth! Oh! Komm, wir haben den Ball noch. Danke ins Zentrum. Da ist aber keiner. Kommt der Ball bei uns an? Boah, Tomjak, wo rennst du schon wieder rum? Bleib bitte hinten. Nihus hat sich den Ball geholt. Zimmer. Schön verlagert auf Clement, guck mal, da außen. Ja, genau. Bünding auf Clement. Clement denkt raus auf Durm. Durm wieder zurück auf Bünding. Bünding mit der scharfen Flanke. Ja, zu weit ans Tor. Sieht aber gut aus. I like. Warum muss Lobinger die Meter machen? Verstehe ich nicht. Ah, da hat Lobinger gepennt. Ne? Das war eigentlich sein Ball. Überlässt ihn dann Beuth, aber Beuth, da kommt er nicht hin. So, noch ungefähr 3 Minuten in der ersten Halbzeit. Gibt wenig zu meckern. Oh, KSC versucht ein Spiel aufzubauen. Komm, Hansik, bleib dran. Ja, nein, da war gar nichts. Jetzt schießt er den Ball weg. Ach, Rapp, jetzt mal ganz ehrlich. Ach, Rapp hat nichts gehört. Hat kein Pfiff gehört. Aber wo war da ein Foul? Er trifft ihn leicht hinten. Oh ja, aber komm, bitte. Also der trifft ihn mit der Fußspitze. Also wirklich so dick an die Ferse. Ist schon krass, dass er sich da so fallen lässt. Alter Junge. Da muss ja sogar ihr Trainer durchatmen. Und wir zündeln. Oh, das kostet wieder Geld. Warum, Leute? Leute, warum? Können wir nicht mal mit dem vollen Budget in die nächste Saison gehen? Kostet wieder unnötig Geld. So, Lute holt sich den Ball. Fängt ihn. Mach ruhig. Wir haben Zeit. Warum schreien die auf? Was wollen die? Was wollt ihr denn? Was schreien die auf? Ist doch gar nicht. So, Beuth. Ah, Junge. Nimm doch den Ball runter, Rapp. Du hast doch die Zeit. Gute Grätsche von Bünding. Lass den Ball. Geh weg, Hanslik. Genau. So, Lobinger, legt ihn ab auf Hanslik. Schieb nochmal durch. Oder schieß. Ja, von mir aus. Da hätte ich auch durchstecken können. Was? 3 Minuten? Wow. Da hätte Hanslik auf Beuth durchstecken können. Generell finde ich es gut, dass er mal versucht, den Abschluss zu suchen. Ne? Haben wir mal einen Torschuss. Jetzt 2, wenn der andere zählt. Aber gut wie Bünding, ne? Bünding zu Hanslik. Komm, lass mich. Gute Körpersprache. Eine Ewigkeit später. So, jetzt kommt der Ball über die Außen. Hanslik ist auch da. Perfekt. Ja, kein dummes Foul. Bleib dran, genau. Ja, lass dich nicht verarschen, Zimmer. Genau, geh mit dem, ja. Weil Hanslik ist da, genau. Schieb mal einen Meter raus, dass die alle im Abseits stehen, Leute. Ah, jetzt steckt er den schön durch. Verarscht, aber ja. Rapp haut das Ding. Also das vorhin, ne?
mit Bünning und Hanslik. Also wer das gesehen hat, fand ich richtig gut von Bünning. Ja, er ist noch nicht stabil im Team drin, aber da dann zu sagen, Digga, ich hab den Ball, geh woanders hin, dass ich anspielen kann, war genau die richtige Situation. So, hinten raus, jetzt ist es ein bisschen eng gerade, schieben raus, Leute. 16er Linie, was macht ihr? Warum steht ihr noch hinten drin? Einmal Applaus für Bünning, fand ich stark. Sich da durchzusetzen und zu sagen, Digga, ich hab doch den Ball, geh weiter, dass du eine Anspielstation bist. So lernt man voneinander auch. So, das ist wichtig, auch für sein eigenes Standing im Team. Das ist richtig wichtig. So, noch eine Minute Nachspielzeit. Offiziell. So, Zimmer muss das Ding befreien. Genau, Beut. Komm, oh, was? Was war da jetzt? So, die Nachspielzeit ist offiziell rum. Abstoß, Kamera total dumm wieder. DFL-Regie pennt. So, jetzt ist fertig. So, Leute, ihr könnt ja schon mal euer Fazit in den Chat knallen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich mache euch ein bisschen Musik im Hintergrund, anders nicht ganz so langweilig im Hintergrund ist. Und ihr haut schon mal euren Kommentar zum Spiel raus. Ich beeil mich. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, da bin ich wieder. Finde eine starke Halbzeit. Nur die Tore fehlen. Ja, die kommen noch. Eines von den besseren Spielen. Ja, richtig. Gute erste Halbzeit. Fehlen etwas die Tore. Aber wenn KSC weitermacht, spielen sie nur noch zu zehnt. Das wäre halt dumm, ne? Gerade vom Captain. Aber gerade war ja auch wieder. Wurde auch zu sich gezogen. Man sieht, dass der KSC nicht klarkommt. Mit zwei Stürmern. Ja, sagen wir es mal so, ich glaube, die haben damit echt nicht gerechnet. Beziehungsweise, ich glaube eher, dass wir dadurch viel besser sind. Ne? Das ist ja das, was wir jetzt die ganze Zeit gefordert haben. Und ich hoffe, Schuster, und ich hoffe, die Mannschaft macht halt auch so weiter, dass das Ganze bestätigt wird. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Und Schuster sieht dann, ah, okay. Jetzt kommt natürlich der KSC auch ein bisschen mehr ins Spiel, weil sie gemerkt haben, so, wir müssen irgendwas machen. Aber ja, wir halten trotzdem dagegen. Wir sind trotzdem noch da. Ich denke, Opoku wird reinkommen. Ich glaube noch nicht sofort. Denke mal so 70. Minute. Also ich hoffe 70. Minute und nicht erst 80. Minute. Redondo und Opoku. Links und rechts. Ja, 75. Minute wäre schon sehr knapp. Also spätestens 70. Also am liebsten hätte ich schon 60. 65. Minute. Dann hätte ich nämlich genau die Offensive. Die Offensive, dieses Vierergespann. Opoku, Redondo, Beuth und Lobinger. Das ist das, was ich schon immer mal sehen wollte. Und vielleicht noch Depreville. Also ich wünsche mir jetzt noch nicht mal so sehr Depreville in dem Spiel, weil ich finde, Lobinger macht es gut. Wobei die Kombination Depreville und Beuth natürlich auch eine geile ist, ne? Aber gerade wünsche ich mir einfach, dass Lobinger mal 90 Minuten durchballern darf. Einfach mal 90 Minuten, das würde ich ihm einfach mal gönnen. Und dann im letzten Spiel dann halt dann statt Lobinger Depreville. Dann aber bitte Lobinger, mach heute eine Kiste. Belohn dich, so wie letzte Woche, 90 Minuten, gib dir ein Tor und Depreville nächste Woche dann mit Boy zusammen da vorne drin. Das wäre jetzt für mich so, das fände ich geil. Also wegen mir muss der jetzt keine Bude machen. Er hätte sowieso sein Standing bei mir im Team. Aber ich glaube so für den Rest der Fans und generell so, ne, wäre schon ganz gut, wenn heute Beut auch mal wieder eine Kiste macht. Lobinger von mir ist auch nochmal eine macht. So, was haben wir denn? 14:30 Uhr, das müsste ja eigentlich schon. Ja gut, wir haben 3 Minuten nachgespielt, also so 2-3 Minuten haben wir noch wohl Zeit, bis es weitergeht. Ich finde, Nihus macht auch einen guten Job. Tomjak, 50-50. Er ist zumindest mal wieder rechtzeitig hinten. Bünning ist sauer. Also, ich finde Bünning stark. Nicht schlecht ist... Ist für mich jetzt untertrieben. Ich finde ihn stark. Das, was ich jetzt da sehe, fällt mir brutal. Er reißt es auch so ein bisschen an sich, wie es halt gerade geht. Ne? Wenn man halt hinten spielt, ist es ein bisschen schwierig. Aber gerade die Situation so mit Hanslik da, wenn ich weiß ja nicht, wer es gesehen hat und wer nicht. Das war für mich dann halt so ein Ding. Okay, Brudi, was ist los mit dir? Mach weiter so. Sag ruhig deinem Mitspieler von wegen Digga, hier und nicht so und bla. Ne? Das hat mich beeindruckt. Junge, mein Ball, lauf dich frei, dass ich dich ausspielen kann. War für mich mega. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ja, aber Schad, muss ich sagen, er hat auch abgebaut. Ne? Seitdem er da verletzt war, ne, ist ja auch ein bisschen verständlich. Hat abgebaut. Muss ich dazu sagen. Wie lange wollen die jetzt da noch Pause machen, die Kollege? Eine Ewigkeit später. So. Opoku kommt. Wer geht raus? Rapp geht raus. Okay, wir machen es wohl offensiver. Ein Sechser weg, Außenspieler rein. Dann schiebt bestimmt Hanslik ins Zentrum. Wobei, da hat er sich ja eh mehr aufgehalten. Ne? Oder ist Opoku im Zentrum? Weil er jetzt sich da... Ja, Opoku spielt wohl eher im Zentrum. Dreiersturm oder was? War gerade mir ein Eisbecher. Deutsch.
So, setzt sich gut durch den Durm. Zieht ins Zentrum, schön auf den Punkt. Ah, der Ball ist zu weit. So, wieder hoher Ball vom KSC. Also, die gehen wieder zurück aufs alte bewährte Mittel. So, jetzt holt sich Lobinger den Ball. Nihus wollte erst ins Zentrum, aber zum Glück dreht er ab und spielt nicht in die Mitte. Ich hatte schon Angst bekommen gerade. Ja, weg mit. Ja, vielleicht ein bisschen weiter weg wäre geil. Nicht so eine Kerze, Tomjak. So, aber wir haben Abstoß. So, Durm, was macht er? Hält den Ball noch ein bisschen, ja. Spielt ins Zentrum zu Clement. So, Clement zieht mal ab. Eckball. Wunderschön. Pascal, wie geht's dir? Einen wunderschönen. Wie geht's eigentlich im Waldhof? Düsseldorf 2-2. So muss es sein. Perfekt. So, Eckball von Clement. Ja, Tomjak kommt nicht hin. Aber wir haben den Ball wieder raus auf Opoku. Schöner Ball von Zimmer. Direkte Flanke. Oh! Stark vom Beuth. Schade. Hui. Kommt der Ball durch. Aber Tomjak hat den. Leitet den direkt weiter zu Clement. Clement hat Zeit. Spielt ihn schön auf Beuth mit einem Chipball. Der legt ihn hoffentlich jetzt gleich wieder ab zu Clement. Ne, zu Durm außen weg. Ah, schade. Aber Eckball. I like. So muss es sein. Pascal, danke für deinen Resub im 17. Monat. Das sind ja schon 2 Babys. Nächsten Monat haben wir dann 2 Babys. Eckball. Uah. Kommt sogar richtig scharf rein. Oh, schade. Komm, durch. Ja, schön. War das Hanslik? Ja. Schön durchgesteckt auf Opoku. Zieh ab. Schieß doch direkt. Oh, da hätte er direkt schießen können gerade. Aaron, was los? Warum hältst du dich gerade dort zurück? Richtig starker Ball von Hanslik auf Opoku. Einfach direkt abziehen. Oh, schade. Was hat er... War, da hat er zu viel überlegt. Da wollte er ablegen. Warum willst du da ablegen? Zieh doch direkt ab. Mach doch die Kiste selbst. Ei, Digga. Ah, wenn uns das jetzt nicht bestraft, ne? Haben wir jetzt schon die 4. Möglichkeit. Aber der hat ja noch überlegt, was mache ich denn jetzt? Zieh einfach ab, Digga. So, KSC. Versucht sich jetzt vor. Ja, schön vom Bünning. Bünning ist da! Nimm den ganzen Mann mit. Geil. DiStefano in the mix. So sieht's aus. So, schön. Und jetzt direkt weiter auf Lobinger. Genau. Opoku macht es stark im Zentrum. Ah, Lobinger. Ah, hatten noch. Komm, bring. Oh, an die Latte. So, im Tor aus. So kann es weiter gegen KSC. Stimmung. Wir warten auf den Ball von Lute. Komm, Lobinger, bleib dran. Ja, in Seiten aus. Stark. Oha! Eine 5er-Sub-Bombe von Pascal für Falli, Kerstin, Easy, Betzenberg, Bayern Betze. Sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt aber. Komm, Clement, klicken ab. Ah, haben wir noch. Komm weiter, bleib dran. Ja, stark. Bünning! Ganz stark, Einwurf für uns. Wieder eine geile Grätsche. Clement, zieht ihn. Ja, schön in den 16er rein. Chippt in den. Oh! Mach das Ding rein! Ich weiß nicht, wenn da Beuth wegbleibt, ob er vielleicht da hinten reinfällt. Oh, der war so gut gechippt. Achtung, passt mal auf. Ah, nee, der Verteidiger war auch noch dran. Wow, der wäre da hinten reingefallen, Digga. Ganz stark. So, ganz viel Liebe mal für Pascal. Danke für deine 5er Sub-Bombe gerade nochmal. Sorry, das Spiel war gerade so ein bisschen, ja, ich muss mich da kurz mal konzentrieren. Okay. Jetzt haben wir wieder einen Eckball. Clement steht da zum Torwart, der Ball. Ja, wir müssen wegfausten. So, Hanslik versucht wieder reinzuspielen, er macht aber eine Kerze. So, bleib dran. Genau, stark. Ah, da ist keiner. Schade. Ja, schön. Entscheidend am Kopf, mit dem Kopf dran gewesen von Durm gerade. So, Hanslik ist wieder auch ganz hinten am Start. Foul, Schiri. Ja, gut gesehen. Also, Heft gefällt mir heute gut. Muss ich sagen. Ja, wir haben ja Angst gehabt. Bünning gefällt mir auch ganz stark heute. Also, Bünning und Lobinger. Stark. Hanslik. Guck, da ist er wieder, der Hanslik. So, legen doch. Vor die Füße von. Schade, Lobinger. Da hat er, glaube ich, zu früh versucht abzuschließen. Da hätte er, glaube ich, noch einen Moment mehr Zeit gehabt. Es könnte schon 4-0 stehen. Ja, ganz so krass vielleicht nicht, aber wir könnten auf jeden Fall führen. Es wäre halt echt schade, wenn das jetzt 0-0 ausgeht. Was, Bruder? Oh, doch Abseits, oder? Ja. Oh, Hilfe. Es wird zählen. Es war kein Abseits. Nee, der zählt. Der wird zählen. Komm, News, da brauchst du gar nicht dazu, da brauchst du gar nicht rumzumachen. Der wird zählen. Das ist halt unser Pech, ne? Wir machen das Spiel und dann kommt so ein Kackding und das Ding ist dann auch noch drin. Das wird zählen. Also da muss jetzt echt irgendwas, keine Ahnung, eine Haarspitze oder irgendwas. Ich bin mal gespannt auf die kalibrierte Linie. Aber ich bin der Meinung, das wird zählen.
Ja, eine ganze Fußlänge. Das ist echt bitter. Unverdient. Aber sowas von. Unverdient. Aber da hätte... Guck mal da, Tomjak. Tomjak muss das Ding direkt wegbolzen. Das ist schon wieder... Oh, ich weiß nicht, was mit dem Jungen ist. Ich weiß nicht, was er da versucht. Den muss er einfach direkt wegschlagen. Nicht irgendwie erst noch annehmen oder irgendwas. Einfach direkt Feuer. Tschüss. Und wenn er in der Walachei landet, ist scheißegal. Der Ball muss weggeballert werden. Schön, Durm. Bleib dran. Hey, das ist ein Rückpass. Digga, das ist ein Rückpass. Das war doch schon nicht mehr unkontrolliert. Wir bleiben aber dran. Zimmer hat den Ball wieder. Bring das Ding. Da ist keiner da hinten. Schade, Eckball. Weiter geht's. Ja, setz dich gut durch. Durch drei. Komm, Durm. Ah, oh, Eckball, oder? Was will denn der Karlsruhe? Gib ihm eine gelbe, Schiri. Durm, geh doch weg. Lass es doch den Schiri erledigen. Der hässliche. So, das heißt, Angie hat 3 Punkte mehr auf dem Konto als alle anderen momentan noch. Sie hat's gewagt. So, und jetzt Aufbau mit Tempo. Komm, Durm, du hast Platz. Redondo ist da. Redondo ist direkt im Spiel. Schöne Flanke! Ah, Lobinger kommt nicht ran. Schade. Depriville kommt für Lobinger. Bin ich mal gespannt. Einmal Ausrufezeichen, Applaus für Lobinger. War ein starkes Spiel. Schade, dass es sich nicht belohnen konnte. Ui! Oh, wieder nach vorne prallen lassen von Lute, aber es geht gerade noch gut. Eieieiei, sah ich dazu nur. Ihr singt's ja gerade. Da ist aber wieder Nihus, super. So, Clement nimmt den Ball runter. Wir faul, genau. Ja, Digga, musste sich gar nicht beschweren, dass er das pfeift. So, rechts raus, Zimmer, bevor es zu ist. Schneller, Zimmer. Ja, schön durch die Gasse. Und jetzt direkte Flanke. Ah, mach's doch, du kannst doch. Depriville bietet sich an. Verarschten Gegenspieler, stark. Gut verladen. So, im Zentrum, Abschluss. Hanslik, komm, hatten noch. Ja, Opoku wieder auf Hanslik. Ja, genau so. Hanslik, Flanke direkt. Schön reingechippt. Depriville, stark. Genau, Redondo, Nerven. Aber was ich gut finde, das muss ich jetzt mal im KSC, muss ich jetzt anerkennen. Die igeln sich da nicht ein. Die spielen trotzdem weiter Fußball. Spielen trotzdem mit. Das kommt auch uns zugute. Stark. Komm, Durm, den hasche noch. Ja, komm, zieh durch. Oh, schön. Komm, weiter. Diese Kommentatoren, ne? Ich verstehe. Ich frag mich manchmal echt, wie die diesen Job bekommen haben. Scheiße. Wow. Schöne Flanke. Kommt aber auf den Tor. Oh, der rutscht durch. Wow. Der geht einfach nur hoch, wie der Torwart auch. Und das ist dann ein Foul. Komm, dreh dich noch 5-mal, Neymar. Schön die Zeit runterlaufen lassen. Lächerlich. Wenn du als Torwart rauskommst, ja, dann musst du ihn haben. Dann musst du den Stürmer wegräumen. So sieht es nämlich aus. Aber wenn du dich von einem Hanslik wegräumen lässt, dann hast du im Tor halt nichts zu suchen. Direkt gefeuert. Punktgleich, ein Tor mehr für uns. Und so wird es auch bleiben. Okay. Ach, Herrschaft, mach doch nicht diesen. Dann geh auch hin. Das ist keine Kreisliga. Hallo, Leute, was ist denn da los? Ja, also, da müsst ihr ja auch ehrlich sein, ne, als KSC-Fans. Das hättet ihr jetzt so auch nicht gedacht, oder? Aber da in der letzten Situation, da frag ich mich, wo waren wir da jetzt gerade mit dem Kopf, ne? Also, das ist so, Herrscher macht diese Antäuschung, so Kreisliga-Antäuschung. Herrscher ist Anime, das, was es mal war. Aus, vorbei. Schade, wirklich. Wirklich schade und nett verdient. Es war wirklich ein gutes Spiel von unseren Jungs. Unverhofft kommt oft, aber es ist nur ein Spiel. Nächstes Mal sind wir wieder die Verlierer. Schön da. Molux, auch wenn du ein KSC-Fan bist, ich hoffe, wir sehen uns trotzdem nochmal und du lässt auch ein Follow da. Solange man sich benimmt, habe ich auch gern Fans von der gegnerischen Konkurrenz am Start. Danke dafür. Zweite Halbzeit waren wir etwas ich würde sagen, zweite Halbzeit war der KSC einfach ein bisschen mehr da. Wir waren trotzdem besser. KSC hat halt das Maximum rausgeholt. Warte, ich trage noch das Ergebnis schnell ein. Und dann schauen wir mal rein. Haben wir heute nur eine Siegerin. Und zwar die Angie. Die hat 2-1 getippt. Das gibt immerhin 3 Punkte. Abschließend würde ich gerne noch zum Spiel noch was sagen. Und zwar fand ich die Leistung richtig gut. Richtig gut von unseren Jungs. Dieses 4-4-2, das fand ich richtig stark. Man hat einen Unterschied gesehen im Spiel. Hat halt leider nicht geklappt, ne? Die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Der KSC umso mehr. Ne, also muss man halt auch anerkennen.
Ja, Daumen hoch für den KSC. So traurig es ist, es sagen zu müssen, ist halt leider so. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag und wir sehen uns dann zum letzten Spiel, hoffentlich zahlreich, mit ganz vielen Tipps und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Kaiserslautern Fußballjubel. 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 Kaiserslautern Fußballjubel.